Moin Moin Brüder, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Space Hulk Tactics mit den Blood Angels. So. Der Auspacks hat mehrere, ja. Willst du? Weiter, weiter. So. Rand des Abgrunds. Vielleicht die letzte Mission. Platziere die Bombe und exfiltriere 3 Terminatoren. Klingt schon mal scheiße. Habe ich einen Hinweis vergessen? Fuck. Okay, go. Brother Captain, we're about to enter the hull of an Eldari Void Stalker. My Auspex indicates high levels of radiation. Die Schiffe kenne ich überhaupt nicht. Also ich habe sie mal früher zu den Gothic-Seiten gesehen. So als Modell, das sah aus wie so Segel an so ein Schiff. Ein Raumschiff hat mir nicht gefallen. Those warships are equipped with very powerful energy cores. If this one is still active, it may just be what we need to break apart that Hulk. Wo ich sagen muss, die von Imperium, nein, ich habe keine Zeit, vom Imperium die Schiffe gefallen mir auch nicht so, wie diesen ganzen Kirchenkram dran, Gotikkram, muss man lieben. Also ich, ist jetzt nicht meins, ich mag eher alle Schiffe. I sense a powerful psychic force ahead of us. I fear a Xenos Synapse creature still roams the Stygian corridors of this derelict. Only I could oppose such a fiend. Only psychic might can overcome it. Ja. Then we go. Brothers, follow my lead. Auf dein Kommando, los! 20 Züge haben wir. Bombe müssen wir wahrscheinlich hier platzieren und da müssen wir exfiltrieren. Das heißt, wir gehen hier einmal rum, diddly-dumm. Leicht in den großen Raum. Spawnpunkt, Spawnpunkt, Spawnpunkt. 6 Spawnpunkte. Ah, das wäre der kürzeste Weg. Gucken wir mal. Ich hätte gerne noch die Truppe beteiligen. So, denn er kriegt hier noch was Neues. Module. Warte mal, für seine eigenen Karten ein Aktionspunkt für Kartenumwandlung. Minus 1 KP bei Karte aussprechen. Aha. Warum kriegen wir jetzt die interessanten Sachen für den Sergeant erst so spät? Für jeden getöteten Genestealer ein Aktionspunkt. Das haben wir gleich zweimal. Ja, können wir ihn noch voll zum Killer machen. Dann kriegt er jedes Mal 2 Aktionspunkte. Er tötet einen. Sagen wir mal, wir gehen. Einen Aktionspunkt verloren, haben wir einen Gratisschuss. Dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit zu 30%, dass wir einen Genestealer töten. Wenn wir einen töten, kriegen wir einen wieder dazu und haben wieder 4. Das ist ja geil. Wenn wir das zweimal haben, kriegen wir dann 2 Punkte. Geht das? Zweimal rein? Ja, das ist ein schöner Vorteil vom Sergeant, finde ich. Das ist jetzt eigentlich auch nicht verkehrt für seine eigenen Karten. Ja, na, kriegt er einen Aktionspunkt für eine Kartenumwandlung. Prinzessin, ich nehme gerade auf. Na, komm her. Ja, da sind ein paar Platten, die muss ich nochmal... Hab hier noch so ein paar alte Platten, da kommt die Dame nicht dran vorbei. Will sie mal genommen werden. Ja, sie ist halt eine kleine Prinzessin, ne? Du bist meine weibliche, oder du bist der Imperator. So. Der Imperator ist mit dabei. Wir haben den Segen. Ach. Leg dich dahin und sei leise. So. Dann haben wir alles eigentlich. Wir haben eh keine Punkte mehr. Und dann sage ich mal, bereits. Hätten wir vielleicht den Flammenwerfer weglassen sollen? Ne, wir müssen ja marschieren. Wir müssen ja zum Punkt marschieren. Da ist gar nicht verkehrt, wenn wir eine Person haben, die ja, Wege blockieren kann. Ne, Imperator? To reach the inner core, it would be faster to take one of those accursed Eldari portals.
May the Angel protect us from this abomination. Attention! We are synchronizing all Melter charge detonators across the Space Hulk. When you're ready, we will trigger the explosions. You will have little time to reach the extraction point, Kinsman. So be it. Our deaths are a fair trade for a final victory. Indeed. But sacrifice is not needed. An escape route exists. Now go! For the Angel! For the Emperor! Genau, für den Imperator, der hier bei mir liegt. Klingt komisch. So, Bombe. Was ist denn? Weiter. Bitte. Wir sind hier. Wir können. Haben wir nicht. Ja. Haben wir, müssen wir gleich mal gucken. Wir müssen ja einmal im Kreis gehen. Das ist doch schon scheiße. Ja, einmal. Nee. Wir müssen ja einmal rum. Das auf der Karte vorhin nicht anders aus. Vielleicht müssen wir doch diese Abkürzungen benutzen. Ich weiß noch nicht, wie ich gehe. Aber wir müssen natürlich hier lang. Zwei Punkte. Das heißt, hier muss jemand den Weg blockieren. Und dann am besten irgendein Spawnpunkt von den beiden, wo gerade viele Blips sind, muss blockiert werden vom Skriptor. Einmal rum die Dumm hier hin. Ja, und dann gucken, wo wir da rauskommen. Bin mir noch uneinig, wie ich marschieren soll. So. Auf jeden Fall brauchen wir da was zum Blockieren. Was können wir da nehmen? Schon mal den Flammenwerfer? Ich würde da erstmal die Sturmkanone hinsetzen. Den Flammenwerfer packe ich wieder nach hinten. Krypto wieder in die Mitte. Machen wir Startaufstellung. Sergeant. Ready. 20 Züge haben wir Zeit, das heißt, das wird eine längere Folge als die vorige. Hm? Ach, hinter uns haben wir auch. Habe ich jetzt auch nicht. Ja, ja, hinter uns ist auch. Okay. So, kann ich mal deine Terminator-Ansicht lieber auf X, ne? Das heißt, wenn wir hier waren, können wir da durchgehen. Schwuppdiwupp und landen da. Bringt uns das irgendein Vorteil? Ah, hier sind Nester. Oh, neue Gegenstände. Ne, sind Trümmer. Ich sehe da keinen Vorteil eigentlich, oder? Nee. Irgendwie kann ich auch da durch die Tür gehen. Macht irgendwie auch keinen Sinn. Schade. Gut, dann öffne mal die Tür. Und da wir können mal kurz überlegen. Er kommt hier raus. 1, 2, 3. Also hier sind 3, 4, 5, 6, 7. Ich würde sagen, wir sprinten. Warum kann ich mich da nicht hindrehen? Yes, brother. Lauf, Forrest. Ah, wir haben 3 Punkte, genau. So. Da ist keiner. Wir können mal kurz überlegen. 3, 4, 5, 6 bei der Tür. My salvation is my reward. I'm moving. Ah, soll er ruhig hier ein paar Blips hinsetzen? Wohl, wenn es 2 Blips sind. Nee, komm. Ich blockiere gleich hier. Force field activated. Ich zieh erstmal ran und dann gucken wir mal, wie wir gleich die Punkte weiter verteilen können, damit wir weiter vor können. So. 3. Von 9 bis 7. Wenn hier verschiedene Plips in verschiedenen, sage ich mal 9 bis 7 Punkte, ist hier. Das heißt, wir dürften da einfach safe sein. So, was für eine Karte haben wir? 2 Züge brennen, das ist immer ganz gut. Der nächste Angriff wird ein Erfolg. Die Karte spielen wir aus. Das heißt, wir kann
Kannst du dich, nicht umgewandelt. Ist hier ausgespielt. Dann nehmen wir die, scheiß drauf. So. Will nur so weit wie möglich nach vorne bringen. Damit er dann irgendeinen Gang blockieren kann. So, jetzt habe ich natürlich alle Punkte mit ihm verbraten. Das war doof, weil einer sollte er nochmal irgendwo hingehen. Ach Mann, jetzt habe ich die Punkte hier verbraten. Wenn er noch einen weggegangen wäre, hätten sie alle nachziehen können. Jetzt habe ich mir selber den Weg blockiert. Na gut, das war die erste Runde. Wo kann man da durch das Portal gehen? Dieses Portal, wenn er da rauskommt, wo kommt er da hin? Da hinten hin. Okay, gut zu wissen. So, er könnte da hindrehen und dann guckt er wahrscheinlich auch nicht nach vorne. 3 Punkte. Hier sind 3 Punkte. Ich überlege gerade, ob ich ihn einfach vorlaufen lasse und dann, die anderen müssen erstmal nachkommen. Der kann gleich ein bisschen Munition loswerden. Ah, das sind natürlich sehr viele Signale. Hoffentlich haben wir gleich die Viererkarte. Haben wir nicht, wir haben nur Dreierkarten. Wir können aber auch einfach mit dem Skriptor Raid nach vorne. Und wir können den Weg blockieren, das heißt, die müssten alle hier rum. So, hier rum, darum. Das heißt aber auch, dass die da ankommen würden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ja gut an. Wenn er hier 1, da sind 1, 2, 3, 4, 5, er kommt auch an. Tür öffnen, vielleicht, aber wenn er hier aufdeckt, kann er noch 1, 2 Plips vorne sein. Also er ist auf jeden Fall gefickt. Wir können es auch versuchen, ohne Weg zu blockieren. Problem ist, wir stehen hier doof. Und hinten kommt ja auch schon nächste Runde wer. Überlege gerade wirklich. Das ist eine Zweierkarte. Ah, wir können den Weg blockieren. Und dann versuchen die alle durchzukriegen. Wenn sie von hinten blockieren, wenn die Seite blockieren, ihnen AP-Punkte geben, müssen sie da lang. Weil wenn ich jetzt hier eine Verteidigungsstellung gebe, hier,
dann kommen die nicht hinterher. Wir müssen hinterher kommen. Ach, scheiße, ey. So. Er hat jetzt 6 Punkte? Ach so, die Karten haben ihm 6 Punkte generell gegeben, oder was? So, jetzt blockiert er wieder ein bisschen den Weg. Könnte auch durchlaufen. Hier, ich laufe mit ihm durch. Weil, dann kann er nämlich dann vorgehen und den Weg blockieren. So, die Frage ist, wie weit kommst du, Süßer? Könnte bis dahin mit 3 Punkten noch Abwehrfeuer machen. Tür öffnen, Abwehrfeuer, volles Programm. Gehen wir erstmal hier hin. Aber du kommst nicht weit, das habe ich schon gedacht. Ah, scheiße, er müsste der letzte Mann sein, finde ich. Dass er den Weg blockiert, quasi. 1, 2, 3, 4, 6, die kommen nicht an. Er auf jeden Fall. So. Tür schieße ich nicht auf, soll er ruhig hier die Aktion Punkte ausgeben, also. Ziel auf einem Terminator. Bis zum nächsten Zug ist er beim Abfeuern immun gegen Ladehemmung. Hat es noch nicht so geklappt, wie ich es mir gedacht habe. Irgendwie klappt hier gerade nicht so, wie ich was denke. Wir sind einfach zu lahm. Kommen nicht schnell genug in eine Richtung. Scheiße, ey. We shall cleanse. Geh dich um. It is done. Wie? Umdrehen hat 2 Punkte gekostet. Scheiße. Jetzt irgendwie mehr Punkte gehabt, warum? Habe ich hier Scheiße gebaut? Kriegen wir das auch irgendwie hingewuppt? 2 Punkte dahin, zurück 2 Punkte, sind 4 Punkte. Aber er müsste sich auch noch drehen. Weil er guckt ja dann, er geht dann wahrscheinlich nur rückwärts. Oh. Zu wenig Punkte. Hier brauchen wir 2 Punkte. Ah, Gott, Gott. Blame wird, glaube ich, einfach nichts. Auf. Auf. Ey, er hat dritte Runde und ich bin jetzt schon in Zugzwang irgendwie. Dahin. Einfach, achso, das ist eine Störung. Ja. Oh mein Gott. Vigilance, Brother. Gut gemacht. Mal kurz überlegen. 1. Ja, er braucht Punkte. Er hat Punkte.
Ich lasse sie einfach hier näher reinkommen, damit er arbeiten kann. Force field activated. So, ich könnte jetzt hier Punkte ihm noch geben, damit er... Ja, komm mal. Vigilance, Brother. Ey, komm nicht weiter, das ist so kacke. Ich kann nicht so durchlaufen, wie ich es gern hätte. Das geht einfach nicht. Gut, jetzt kommt von links keine neuen Plips oder was? Das ist ganz gut. Wenn von links keine kommen. Ah, jetzt müssen wir den Raum irgendwie frei sauber kriegen. Das ist auch ein Problem. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, gegen das Mikro gekommen. Wir müssen irgendwie jetzt den vorderen Bereich blockieren, sonst wird es da ja mehr. Und den hinteren müssen wir quasi öffnen und, ja, haha. Und alle müssen sich am besten nach vorne bewegen. Haben wir 4 Punkte, die wir opfern können? Nein, wir haben 3 Punkte. Was soll's? Yes, Brother. Geben wir einen Gratisschuss. Diese scheiß Eldertüren halten echt was aus. So, da ist kein Plip. Hier sind Plips. Den Flammenwerfer nicht dahin. Könnt ihn aber. Geh mal dahin. Den Gang sauber. Wir ziehen den hinterher. Dann kann er nächste Runde dahin gehen und er kann den Weg Flambiros machen. So. Den. Kommen überhaupt nicht voran. So, jetzt mal gucken, ob das was... Ja, es sind gleich 2 Signale. Und kriegen keinen Punkt. Kriegen wieder einen AP-Punkt dazu. 2 sogar. Okay, das funktioniert echt geil. Und wieder 2 dazu. Das ist super. Warum hat das Skript das nicht von Anfang an... Skriptor, sag ich den Sergeant. Das macht den so wertvoll gerade. Wir haben den Weg da blockiert, wir können den offen lassen. Wir können ruhig riskieren, dass die kommen. So. Dann können wir Folgendes machen. Wir können jetzt sagen, wir gehen dahin. Wir bringen die jetzt, wir machen die jetzt komplett kürzer. So. Wir machen die jetzt total kürre, wir braten die da vor uns aus. So, damit die nicht angreifen, weil wir haben keine Aktionspunkte mehr. Machen wir das. Klingt komisch, ist aber so. Haben wir hier noch irgendwie, das sind die Punkte für Ionica. 2 Runden Flammenwerfer, das lassen wir nochmal. Das sind 2 wichtige Karten. Und hier gehe ich jetzt voll das Risiko. Entweder ist diese Runde, nach der Runde der Sergeant weg. 3 Leute müssen überleben. Wäre natürlich gut, wenn sie das natürlich in der Anfangsphase auch noch überleben würden. Aber wenn sie jetzt natürlich schon wegsterben, ist natürlich doof. Ah ja, wir haben so nett, sind so nett und machen die Tür auf. Fantastische Jeans-Dealer. Ich liebe euch. Oh, sie kommen noch richtig nah ran. Das macht ihr gut. Das macht ihr richtig gut. So, die trauen sich da noch gar nicht. Aber sie sind noch nicht fertig. Wir müssen den da unten blockieren. So. Jetzt wird's lustig. Wir können wirklich nicht alle brennen, aber... Hier, warte mal. Nee, wir kämpfen immer gegen die Vorderen, ne?
Warte mal. Oh, warte mal. Du. Kannst zwei. Nee, sind. Ah, oh, ist er wieder. Kannst da hingehen. Ein Feld. Du sollst nun den Vorderen töten. Kannst du was richtig machen? Gut. Bitte nicht aufs vordere Feld. Fantastisch. Dann darfst du wieder gehen. Hast dein Sold erfüllt für diese Runde. So, du kannst einen nach vorne gehen. Ah, kriegen wir. Machen wir. So, da haben wir also weggebrutzelt. Ist das nicht fein? Wir brutzeln uns den Weg frei. Könnte ein Motto von irgendeiner Firma sein. So, macht das Sinn, mit dem Skriptor gleich dahin zu gehen? Wir müssen ja eh dann schon mal den vorderen Weg gehen. Wir können einfach kurz rein. Und dann wieder zurück und geradewegs hier. Nee, geradewegs geht's doch. Wir können diesen Gang geradeweg hoch. Warte mal, das ist, glaube ich, gar nicht so hoch. Die kommen jetzt hier nah ran. Bis hier. Dann muss er alle Punkte kriegen, die wir irgendwie haben. Dann muss er die Karte einsammeln, 3 Punkte, und den Weg wegbrutzeln. Dann mit der blockiert ist, und dann können wir dahin. Ist gar nicht blöd, das heißt, das Krypto zieht nach. So, wollen wir den Sergeant da Action geben? Wir könnten jetzt vorne die Leute blockieren. Und hinten kommen lassen, wie ich es eigentlich wollte. Ich weiß aber nicht, ob der Sergeant das schafft. Es sind immer noch 4 Leute. Nee, das, wir blockieren hinten. Wir müssen aber jetzt aufpassen, wir können nicht mehr so viel blockieren. Und da könnten ja nur von da welche kommen. Ich könnte den Sergeant da wegziehen lassen. Nee, komm, wir bleiben stehen. Er rennt weiter. Wir könnten auch den Weg vor uns. Ich habe den da extra. Ja, genau, damit wir so ranlaufen, damit das. Er nämlich die jetzt schießen kann. Ich hoffe, der dritte geht auch noch in die Reihe. Ja, genau. Wunderbar. Dann können wir vielleicht das nochmal so schaffen, dass er da alle töten kann. Das Wichtige wird jetzt sein, dass er dahin geht. 3 Punkte. Machen wir mal. Wo kommt das Tor? Von da. Bombe. The last charge is in place. Fabricator General, you may begin. Confirmed. Initiating countdown to detonation. Ah, die Kopfhörer drücken so. Warum? Ich habe die schon so lange. Die drücken irgendwie auf. Oh, mein Ohr ist so groß, glaube ich, für die Kopfhörer hier. Now, brothers, get out of there. Fall back to the boarding torpedo and disengage. Hurry! Enter-Torpedos. Before I am forced to pull the Blood Crusader away from the blast zone. Was ich mich gefragt habe, Enter-Torpedo ist irgendwie ein falsches Wort, finde ich. Von Fortschritt oder auf irgendein Bild bei irgendeinem Roman habe ich das gesehen. Die hatten wirklich so Landungskapseln. Also Landungskapseln sind einfach, die werden vom Orbit aus abgeworfen, kommen auf der auf dem Planeten an, öffnet sich so, sage ich mal, wie eine Blume, und dann können die Space Marines rauslaufen. Das ist so ein ganzer Trupp oder so da drin. Die Enter-Torpedos sind eigentlich sowas von geil. Das hätte ich wirklich gerne mal im Film sehen oder so. Die sind so irgendwie eine Landungskapsel quasi. Bloß die schießt du quasi gegen das Schiff. Die bohren sich da durch die Hülle und öffnen sich dann dahinter quasi, dass sie im Schiff sind. So, ich finde die Idee einfach geil. Sowas würde ich gerne mal in so einem Film sehen. Oder im Computerspiel. Egal, Hauptsache man sieht's. Wir können den sogar töten und den Weg blockieren. Das ist doch geil. Warte mal. Warte.
bei uns sind ja keine, ne? Das heißt, geht voraus. Open the door und geh weiter. Und da. Wir müssen eigentlich den Weg hier zumachen, ne? Weil ich habe Angst, dass wir gleich zu sehr auseinander gebracht werden. Die muss ich abziehen. Aber wir können jetzt so geil töten. Da kann ich so weit laufen. Natürlich Pech, ne? So, das heißt, wenn da einer kommt, das sind auf jeden Fall könnte reichen. Wir könnten mit ihnen rückwärts gehen. Einmal gucken, ob einen töten. Also haben wir jetzt wieder 4 Punkte. Oh, jetzt haben wir sogar mehr. Oh. Jetzt haben wir viele Punkte. Nice. Jetzt können wir hier, sag ich mal, zurückgehen. Die schaffen es nicht, in einer Runde hierher zu kommen. Aber wir können den Gang weiter unter... ohne... Punkte auszugeben für den Skriptor. So, das heißt aber, mein Guter... auch Punkte. Mr. Flammy. Die Karte müssen wir spielen. Will ich auf den Mr. Flamme. Wie, da kann ich? Warum kann der nicht? Warum kann der das nicht? Warum ist er auf einmal beschäftigt? Was machst du da? Seit wann ist man denn beschäftigt, wenn man eine Bombe legt? Hallo? Wieso kannst du nicht schießen? Du kannst... Erstmal habe ich die Kamera schräg gemacht. Das... nee, so war sie auch nicht. Wie war die vorher? Wieso, ja? Nee. Ha, scheiß Kamera. So nah war sie auch nicht. Lass mal so. War die aber nicht, oder? Ich habe die Kamera scheiße eingestellt. Jetzt auf einmal. Ah. So war's. Okay, bleibt. Das ist ein Todesurteil. Ich dachte... und wer kriegt jetzt die anderen Erfahrungspunkte? Ach, er darf. Und er jetzt nicht. Rassismus. Ah, der ist tot. Das ist sein Tod. Oh Mann. Ich wollte jetzt, ich habe jetzt extra die Karte gespielt mit zwei roten Flambieren. Er kann sich nicht bewegen, er kann nicht schießen. Bei Terra, was für ein Scheiß. So. Das hilft nicht. Scheiße. Dann müssen wir davon ausgehen, dass er gleich hier den Gang kontrollieren muss. Geht er 2, kann der Skriptor seine Punkte auch noch voll ausnutzen. Oh, das ist ein Dreck, ist das. Entschuldigung. Jetzt habe ich doch meinen Trupp auseinander. Wir sind jetzt 3 Teile. Muss sie zusammenbringen. Ich muss sie zusammenbringen. Und der Skriptor braucht Punkte. Aber ich könnte den Weg blockieren. Ich kann den Weg blockieren. Weil das hier eine Karte umsonst gespielt habe. Ich kann diesen einen Weg blockieren. Dann könnte er überleben. Er könnte den Nahkampf auch überleben. Ach, scheiße, ey. Ich mach's. Ich gebe den Typen die Möglichkeit, noch ranzukommen. Damit er nicht rumläuft. So. Wir können keinen Weg mehr blockieren. Das wäre so toll gewesen, da 2 Runden, weil dann hätte auch der eine Spawnpunkt da 2 Runden nichts machen können. Das kommt von da, der ganze Rotz.
dahin sogar zwei gewesen. Zack. Aber dass hier eine Karte auf dann für nichts weg ist, ist ärgerlich. Ja. Der Sergeant muss weiter nach hinten. Kriegt er, könnte er sogar Aktionspunkte bekommen, wenn er jetzt welche abschießt? Oh, die versuchen es nicht mal. Eine Schweinebacke. Oh nein. Ich hab doch genug Sorgen. Der muss nicht kommen, wahrlich nicht. My servitors have detected an abnormal signature. A synapse creature has awakened. Beware Astartes, for you have never faced the likes of this beast before. Brothers, be on your guard! Toll. Wo ist der? Sehe ich das? Wo der ist? Ich krieg gerade die Maus nicht. Ah. Nun los. Kinsman, an Inferno is wreaking havoc aboard the Hulk. The fires are encroaching on your position. Time is short. Oh, das ist gut. Also für uns das. Ich nehm's zurück. Dafür ist er vor unserem Weg. So, der Spawnpunkt ist gebrutzelt. Oben ist nur noch ein Spawnpunkt. Der Spawnpunkt ist gebrutzelt. Das heißt, wir geben Gas. Was wir denken? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von hier kriegt er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mach die Luke auf. Überleg mir noch was. Kannst du da durchgehen? Ey, wenn der jetzt nicht da durchgehen kann. Ah, ich speichere noch. Warte mal. Ich bin mir immer unsicher, ob das geht oder nicht. Wir speichern jetzt mal. Mache ich eigentlich selten in so einem Spiel. Kann ich da durchgehen? Ich bin mir echt unsicher. Genau das meine ich. Vielleicht brauchen wir 4 Erfahrungspunkte, ich weiß es nicht. Eins, was ich weiß, ist, dass die hier sterben müssen. So. Wir könnten es versuchen, gleich nächste Runde durchzugehen, oder wir gehen gleich einfach weiter. Bin mir da ziemlich unsicher. So. Die geben jetzt hier keine Punkte, die Schweinebacken. Er muss straight nach vorne. Wir machen die Tür da auf. Rateschuss, laufen. Rateschuss. Geht nicht auf. Rateschuss. Geht nicht auf. Rateschuss. Ja, die Eldertüren sind knüppeldicke. Sollten aber noch genug Punkte sein, weit entfernt. Du, er hat 8. Das ist nicht. Ist das nicht super? Sechs. Oh, das war der. 6. Aber wenn sie von hier kommen, immer noch. Oh, ich habe die Kamera hier verstellt, scheiße. Das sind 3 Felder. Ich hätte dann doch gern, dass wir da den Weg blockieren. Aber wir haben keine Punkte. So. Lass mal, brauchen wir nicht. We shall cleanse. Ist auch kein Symbol, dass ich weiterkomme, oder? Würde jetzt echt gern da durchgehen. Moving forward. Versuch's nochmal. Wenn ich lade nochmal. Vielleicht brauchen wir einfach mehr Punkte. Ich mach einfach mal, ja. 2 Punkte haben wir noch. Was kann ich mit den 2 Punkten machen? Er könnte mehr laufen. Ah, dann ist er gleich beim Brutlord. Ist das nicht schön? Der Brutlord hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte.
Von hinten können sie kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tote. Wir können auch einfach 2 gehen. Er hat eh noch 2 Punkte. Dann geht er einfach nach. Dann kann er links gucken, der andere rechts. Und dann wird da ein Schuh draus. So, wir müssen 3 müssen überleben und ich sehe es noch nicht. Wir haben gerade unsere Truppe komplett auf 3 Truppen aufgeteilt. Sergeant. Alles hängt jetzt an dir. Ich hoffe, dass die Jeans hier den Weg blockieren. Einfach hinlaufen. Dann kommt Sweat nach vorne und geht weiter nach vorne. Das passt mir sehr gut. Okay. Super. Ihr müsst mir nur den Weg blockieren. Ihr dürft leben. Ihr müsst nur den Weg blockieren. Tut ihr mir den Gefallen? Sei ein netter Jeans-Dealer. Ja, der hat den Weg blockiert, der hat 0 Punkte, zumindest gerade angezeigt bekommen. Ah, scheiße, Anzeigefehler, wie ich das hasse. Sergeant, er läuft weg. Hat den Weg links blockiert, nein. Ja, überlebt. Er geht in den Gang. Skriptor braucht Punkte. Scheiße. So. Do not tarry. The Space Hulk is splitting apart. Die werden größer. And so I witness the demise of the Forsaken Doom. It is fitting, centuries of study to reach this final moment. Oh, oh. Oh, oh. Erstmal das eine. Ich hasse euch. Ach nein, ich bin blöd. Yes, Brother. Wir hätten wahrscheinlich vorher auch gehen können. Er hat einfach nur zu wenig Bewegungspunkte. Ich hab's vergessen. Entschuldigung. Man kann durchgehen, man muss nur in diese Felder gehen. Ach, Mensch, ich erwarte immer hier so einen Button, dass ich da durchgehen kann. Wie eine Tür öffnen, wisst ihr? Jedes Mal. Ich vergesse das. So, und die wissen natürlich, wie sie sich bewegen sollen. Und bewegen müssen. Okay. Moving forward. Das ist eine Chance. Mach die Tür auf, ne? It is done. Eine Chance hast du, Bruder. Mach was draus. Gut gemacht. Sei Unterkiefer und die Zunge. Guckt euch das an. Die Zunge ist eckig geworden auf einmal. Und ja, der Kiefer ist irgendwie ausgerenkt und ja. Hast du gut gemacht. Dein Sold ist erfüllt. Wir können dahin gehen. Und nichts machen. Er braucht Punkte. Er braucht Punkte. Ein Schritt gehen. Ah, endlich. Ah, es sind gleich 2. 3. Ja, deine Mutter. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Warte mal. Nein, 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 nein. Die Tür. Diese verfickte Tür. Versuch's trotzdem nochmal. Karte umwandeln. Wisdom is the beginning of fear. Okay. Xenos detected. Jetzt spielen wir die Karte. Er hat aber nur 2 Punkte, oder? Overwatch. Vielleicht geben wir da ein gutes Ziel ab. So. Scheiße.
einfach zu viele. Eins, zwei, drei. Jetzt kann man diesen Scheißdinger. Hoppla, so was passiert da? Man kann die Figuren tauschen, so was war's. Was mit dem Skript heute nicht funktioniert. Ja, kann ich jetzt draufholzen? Er ist eh zu nah dran. Scheiße. Von hinten und greift unseren. Scheiße. Wir haben wenigstens 3 Punkte gekriegt. Dann einmal den Weg blockieren. Haben wir jetzt doch. Hat 2 gekillt? Nee, ne? Ah, oh, der läuft dahin. Das ist echt fies. Das kann ich mir auch beim Brettspiel vorstellen. Du spielst das, so ein Spiel gibt bestimmt 90 Minuten, machst einen Fehler und es gibt eine ganze Kettenreaktion. Ja, bricht zusammen. 3 Felder. Erst in 2 Runden haben wir hier Ruhe. Ach, die Tür ist auch noch zu. Kostet mir auch noch einen Punkt. Sehr weiter. Wir brauchen 3 Leute. Die Überlegung ist nur, wie machen wir das? Ziele auf einen Terminator. 4 plus 4 Aktionen. Wartespiel. Seite. 9 Punkte hast du. Boah, das ist noch wenigstens etwas. Das heißt, wir können den Weg blockieren und der blockiert sich in 2 Runden selber. 2, das waren. So. Auch wenn da gerade nichts kommt, die können ja immer noch von da unten kommen. Oder vielleicht hier durch den Gang, dann kommt sie dahin. Kann ich die noch ausspielen? Warte mal ganz kurz. Oh, die, ah, die heben wir uns auf. Nimm die. Damit du einfach noch einen Druck weiter hast. Als nächste Runde ist er eh wieder scheiße. Dann muss er wieder drehen und schießen. Bis wir dann quasi. Mal warten. Will die Karte nochmal ausspielen? Fear my first. So. So sieht's doch ganz gut aus. Das heißt, er schießt nächste Runde diese dahin. Der Skriptor blockiert. Kann dann schon mal weitergehen. Er wird den Gang beobachten.
Boah, hoffentlich wird da ein Schuh draus, ey. Hoffentlich geht das Feuer auch weiter. Und ich würde mich auch über eine Karte freuen, aber die haben wir, glaube ich, nicht. Feuer, also zwei Runden lang was im Brand stecken. Gut, die versuchen es jetzt nicht von rechts bisher. Wir wollen alle darum. Ja, es war, dass das Skriptor nochmal Punkte kriegt. Das war so wichtig. Das war, glaube ich, das einzigste bisher, was ich richtig gemacht habe. Was haben wir für lustige Karten? Abwehrfeuer. Bella, falsche Karte. Musste ich leider drehen. Einmal schießen darfst du noch. Hier mal ein T-Stück. So. Katze. Du warst doch erst... Oh. Entschuldigung. Oh. Ja, knall dich doch gleich. Imperator. Warte kurz, muss ich hochziehen. Du hast dich gerade mit meinem Kabel vergnadelt. Imperator. So. Schon wieder. Oh, du... Ey, ich brauch kopflose... kabellose Kopfhörer. Mei, nur weil sie unbedingt auf dem Schoß will. Puh. Mann, oh Mann, oh Mann. So, besorgt euch keine Katzen. Die sind so knuddelig und wollen immer ihr eigenen Willen haben. So, ja. Taking up position. Great. Ach, scheiße, wir hätten jetzt die Punkte den anderen Kollegen nochmal geben können. They won't get through this way. Bisher sehe ich aber hier niemanden langlaufen. Nee, der wartet da noch. Mach mal die Tür auf. Activated. Waiting for them. Die können ja irgendwie sich hier nochmal durchmogeln, dann da rumkommen. Der bleibt da. So, er kann den nächsten Gang hier zu. Wie oft kann er noch schießen? Zweimal. Wie oft kannst du noch blockieren? Zweimal. Das heißt, können wir irgendwie nochmal Punkte... Für den nächsten Schuss können wir zweimal... Zwei Runden. Der nächste Nahkampf ist ein Erfolg. Opfern wir die, umwandeln. Dann kann er vielleicht einfach... Dann vielleicht hier dann flambieren nächste Runde. Na, kannst nicht richtig liegen, ne? Unbequem. Da musst du leider weggehen, Katze. Tut mir leid. Genau wie ich es mir gedacht habe. Aber er geht mir nach links. Ah. Wunderbar. So. Aber die leben ja noch. Die Tyranniden-Schweinebacken. So. Skripte, du kannst vorbeilaufen. Taking up position. Wir spielen die Karte. Nee. Ja. Ist auch nicht schlecht. Ach, das ist zwei für den nächsten Schuss. Scheiße. Ah, Scheiße. Spielen wir die. Wer war erst nächste Runde oder was? Ich setze den Raum in Brand, dann.
Ich habe Angst, dass die hier gleich durchlaufen. So, von da kommt noch nichts. Der nächste Nahkampf wird ein Erfolg. Heben wir uns nochmal auf. Dann wir nochmal um. Kannst du nochmal eingehen? So, da von hier nichts kommt, ich sagen, gehen wir. Ziehen wir uns zurück. Ach, der hat jetzt mehr Punkte. Ach. Immer. Taking up position. Warum hatte er nicht mehr Punkte gekriegt? Taking up position. Dann pushen wir in die nächste Runde. Neun Runden noch. Ich hoffe, dass die jetzt sterben, ey. Dass sie nicht anfangen versuchen, durchs Feuer zu laufen. Ah, das sieht aber sehr schlecht aus. Ach, sie verenden im Feuer, sie versuchen es aber. Er hat einfach die falschen Clips dahingesetzt, ne? Also... Der hätte er ja von hier noch angreifen. Ne, von da unten meine ich. Brennt ja nichts. Ja, da brennt schon ein bisschen was, aber nicht. So, du kannst abhauen. Das nochmal. Hier ist noch keiner. Hat man eine Karte, wo das Krypto seine Punkte auf den nächsten. Hatte er nicht. Ich möchte, dass du läufst. Yes, brother. Schon mal zwei vorlaufen. Ich halte ihn noch mal zur Sicherheit, dass wir hier noch mal blockieren können. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Dann haben wir es wohl geschafft, denke ich mal. Ach, die Flammen dahinter hören schon wieder auf. So doof. Halt, wird nicht überall gleichmäßig flambiert. Okay. Oh, die haben was kaputt geschlagen. Sind sie sauer? Sind aber viele noch durchs Feuer gekommen anscheinend. This is your last chance. We cannot delay any longer. Ja, ist okay. Aus Sicherheitsgründen wird der Weg hinter uns nochmal blockiert. Und dann ziehen sich meine Marines zurück. Und ihr seht eigentlich, wie wichtig dieser Flammenwerfer ist, aber nur einer. Nicht zwei, zwei ist zu beschissen. Du brauchst eine Sturmkanone, die Feinde wegsäubert und die auch nachladen kann. Der Flammenwerfer kann irgendwie nicht nachladen. Und aber er kann Wege blockieren und das Krypto auch. Und die sind einfach die wichtigsten Figuren in diesem Spiel, finde ich. Wenn ihr andere Meinung seid, dann schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Das müsste es jetzt gewesen sein. Maus weg. Mission accomplished, Kinsman. Return to the battle barge. Erfolg. War das die letzte Runde? Reiter des Imperiums freigeschaltet. Seht ihr unten nicht, aber ist eine Errungenschaft. We have our victory. Costly and arduous, but victory nonetheless. The Forge World's safety is assured.
its manufactories will continue to feed the Imperium's righteous war machine. The Space Hulk is no more. Torn apart by fire, the Forsaken Doom broke into a million pieces. Debris was consumed in the upper atmosphere of Gogonum, purifying the Xenos threat with cleansing fire. However, with a prodigious burst of energy came a new, brief warp storm which swallowed the largest pieces of the wreckage. Each has been cast out to become the malignant seed of another Space Hulk. And inside, lying dormant, the lingering taint of the Gene Stealers awaits, poised to infest everything that crosses their path. Slowly, they will grow, capturing derelicts and asteroids in the depths of the void. In time, it will only make things worse. But time is a much-needed commodity. Some say it may be the end of it, but not today. Not as long as the Holy Inquisition holds its vigil. Not as long as the forges of the Adeptus Mechanicus continue to burn. Not as long as a single Blood Angel lives. Space Marine. Ich dachte, das passt einfach. Ja, Zeit. Zeit. For the Order Xenos, capturing specimens of the biodivergent Gene Stealers is an invaluable boon. The greatest minds of the Inquisition and the Magos Biologis will study the arch-enemy in detail, hoping to unveil new flaws in this terrible species. As thousands of worlds are under threat of Tyranid infestation, any advantage we can gain will tip the balance between life and death for billions. Und was das Tolle bei den Tyranniden ist, dass sie sich ja immer weiterentwickeln. Das heißt, die haben jetzt einen Stand und einen Space Hulk. Die Tyranniden auf dem Space Hulk könnten sich vielleicht da noch ein bisschen angepasst haben. Das heißt aber nicht, dass dann die zukünftigen Tyranniden, auf denen sie treffen werden, das Imperium, dass die genauso sind. Na, die können sich immer so ein bisschen anpassen. Das war im dritten Kodex, wie man das immer sagt, von den Tyranniden, da war das auch spielerisch so, dass man halt sehr groß variieren konnte bei den Tyranniden und auch sie sich so ein bisschen zusammenbauen konnte, wie man sie wollte. Das hat man später alles vereinfacht. Ich weiß gar nicht, wie das im aktuellen Kodex ist. Da hat man aber damals so ein bisschen hintergelegt, dass die Tyranniden sich immer ein bisschen ändern. Ich denke aber, große Auswirkung wird das jetzt im Universum von den Warhammer-Universum nicht haben. Da ist, glaube ich, einer mit der größten Bedrohung immer noch das Chaos und die Tyranniden. Und man weiß immer noch nicht, woher sie kommen, und sie kommen in riesigen Schwärmen, so dass man quasi wie die Milchstraße hier sieht, etwas sieht im Weltall, was da ist, aber das sind bloß alles Schiffe, sage ich jetzt mal als Beispiel, ne? Das sind alles Schiffe und die gehen von Planet zu Planet und es ist sehr schwer, so einen riesigen Schwarm von Schiffen mit Tyranniden voll auszumerzen. Ja, wir haben das Spiel geschafft. Die Missionen wurden am Ende hin knackiger. Was ich nur schade finde, also für mich jetzt generell, ich finde es schade, dass man halt doch viel auf Würfelglück machen muss. Und ich finde halt schade halt, dass man echt so hart ist wie bei XCOM halt, ne? Machst den Einzug zu viel, das könnte der letzte gewesen sein für die Einheit. Und dann kann man die ganze Mission quasi neu spielen. Und wenn so eine Mission, sage ich mal, eine halbe bis eine Stunde dauert, ist das schon manchmal ärgerlich. Auch gerade, wenn man Aufnahmen machen muss. Dann, ja, eine Mission, wie gesagt, braucht die 5 Versuche. Sag mal, die eine Aufnahme hat eine Stunde gedauert, sage ich jetzt einfach mal. Das sind andere 5 Stunden ins Land verstrichen, bis eine Aufnahme geklappt hat. Natürlich habe ich jetzt nicht jede Mission geschafft, ne? Ich muss aber jetzt auch nicht nochmal euch zeigen, wie oft Fehlversuche ich hatte. Ich hatte definitiv Missionen definitiv verkackt, so ist es nicht. Ansonsten war das Spiel okay.
Für einen Vollpreis würde ich eher sagen, weniger. Auch wenn das Spiel sich richtig richtet nach diesem klassischen Space-Hype. Das mag ja gut sein. Ist auch gut, will ich ja jetzt nicht kritisch abwerten, aber ein Brettspiel ist schon was anderes als ein Computerspiel. Ein Computerspiel hätte man ruhig noch andere Feinde einbauen können, finde ich. Die Freiheit hätte sich der Entwickler nehmen können, denke ich mal. Dann hätte auch der Spieler vielleicht noch was Neues gehabt. Keine Ahnung, es hätten vielleicht noch Orks auf dem Schiff leben können, weil die irgendwie da vor sind, durch Swap gereist sind, angedockt sind oder so. Irgendwie was Neues. Wisst ihr, das meine ich. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Man hat auch gemerkt durch diese Miniskirmische, dass man hat versucht, das Spiel dadurch bei den Space Marines noch in die Länge zu ziehen. Und ich muss sagen, bei den Tyranniden hätten sie nochmal ein, zwei Missionen draufpacken können, wie sie gegen die aktuellen Blood Angels kämpfen. Aber dann hätte es auch gereicht bei den Tyranniden. Ich fand die Kampagne der Tyranniden besser. Also von der Story her nicht unbedingt. Von der Story her würde ich sagen gleichwertig. Weil ich das schön fand, dass man auch mal die Space Wolves gesehen hat. Das war so ein bisschen mal was anderes variiert, ne? Dass die versucht haben, gegen Tyranniden vorzugehen, gescheitert sind. Und es war eine knackige Geschichte. Auf 9 Episoden, glaube ich. Und es war fertig, ne? Hätten sie vielleicht mit den Space hier nochmal, keine Ahnung, ein alternatives Ende machen können, dass die Tyranniden quasi gewinnen. Und dann hätten wir dann mal 12 Missionen. Und das hätte voll und ganz gereicht, ne? Und diese Miniskirmische hätte ich jetzt nicht so gebraucht. Das war jetzt nicht so. Das hat man eher gespielt, um durchzuspielen. Aber die hätte man sich auch sparen können. Die 13 Episoden oder so, die diese Space Marines gehabt haben, hätten mir auch vollkommen gereicht. Hätte nicht mehr haben müssen, weil viele haben kritisiert, dass das einfach, dass die KI zu einfach war. Am Anfang ja. Später fand ich es nein. Wenn natürlich jemand schon das Brettspiel oder die vorigen Spiele gespielt hat, dann hat er natürlich Vorwissen. Dann ist es für ihn noch einfacher als für mich damals, als ich das Spiel angefangen habe. Für die Person könnte das durchaus zu leicht sein. Dann muss man das aber halt schwerer einstellen. Und ich glaube, ich hatte es auf normal gehabt. Das konnte man, glaube ich, in der Kampagne einstellen. Glaube ich. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ist jetzt ein bisschen her, aber ich glaube, wenn man die Kampagne startet, wir machen es einfach nochmal. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen. Komm mal zurück. Wir machen Kampagne. Neu. Wir nur sehen normal und schwer. Na, okay. Ich weiß nicht, wie sich dann schwer, was da anders ist, aber es geht auf jeden Fall. Die Leute, die Vorerfahrungen mitbringen, die können ja gleich auch schwer anfangen und sich die Zähne ausbeißen. Ja, so. Wie gesagt, war es doch. Also es war nicht schlecht. Es war aber auch nicht gut. Man kann es spielen. Es ist nicht langweilig. Also, ja. Also man hätte vielleicht, ich weiß nicht, was man besser machen hätte können, ne? Aber es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich habe es gern gespielt, ne? Also es ist kein Scheißspiel, sage ich mal ganz ehrlich. Super ist es auch nicht. Irgendwo vielleicht 3 plus würde ich es geben, jetzt wo ich es so durch habe. Ich fand es auch ehrlich gesagt nicht schlecht, dass die Tyranniden eine Kampagne gekriegt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Meistens werden die nämlich einfach, ja, komm, braucht keiner, so auf Deutsch gesagt, wisst ihr? Das finde ich eigentlich ganz gut, dass die Tyranniden eine Kampagne gekriegt haben. So haben wir ein Spiel mit 2 Kampagnen. Das muss man ja auch mal sehen, ne? Und man hätte jetzt noch die Chance, sich selber Missionen zu designen. Das finde ich auch immer sehr gut. Das wird nämlich von einigen Herstellern auch immer unterdrückt oder vergessen. Macht ja keiner angeblich, aber es gibt Leute, die machen das. Ich mache es nicht. Aber es gibt Leute, die machen sich selber gerne Maps und haben Spaß dran. Sollen sie auch haben. Warum baut man das ein? Ist doch gut. Ich finde es gut. Man könnte jetzt Online-Gefechte führen, aber einfach einer Mission beitreten. Mission erstellen, aber das werde ich nicht versuchen. Online bin ich auch nicht gut. Also ich werde aber definitiv nicht gut sein. Ihr seid da bestimmt viel, viel besser als ich. Für mich war es das auch mit Space Hulk. Mensch, wir legen hier richtig los, ey. Space Hulk beendet. Dann habe ich auch jetzt, ja, Radi Hard ist auch zu Ende. Wird es schon zu Ende sein, wenn ich das hier veröffentliche? Spoiler ich euch. Wer weiß. Ja, wie gesagt, rundum, das Spiel war okay.
3+, kann man nichts gegen sagen. Finde ich jetzt so als Wertung. Wenn ihr es anders seht, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde mich freuen, auch wenn eure Meinung kritischer ist. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht die ganze Zeit. Wie mit diesem Elternportal. Das vergesse ich jedes Mal. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr mehr von Space Marines Warhammer sehen wollt, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Es gibt noch ein, zwei Spiele oder eins kommt noch raus, was ich spielen werde. Aber ob ich davon eine Aufnahme mache, das hängt von euch ab. Das könnt ihr entscheiden. Also wenn ihr Space Marines und Warhammer geil findet, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann bringe ich da mehr Content. Und ja, als Respekt oder als Dankeschön fürs Durchspielen könnt ihr mir auch gerne ein Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß, haut rein und ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal wieder dabei. Wenn es wieder heißt Space Marines.